So, hallihallo Leute und willkommen zurück zur Season 6 Leagur of Legends. Ja, die letzten 5 Spiele habt ihr hoffentlich gesehen. Das waren nämlich die Promospiele von Gold zu Platin, wo wir jetzt drin spielen. Ich wollte unbedingt das erste... Oh Gott, ich habe mich Sieber verlernt, ich jetzt erst. Ich wollte unbedingt das erste Platin-Match mit aufnehmen. Wir gucken uns mal kurz die Sets an, das kann ich dir auch wieder zeigen. Übrigens... In den letzten 4 Aufnahmen habe ich das nicht gezeigt, weil hier halt schon drin stand die ganze Zeit, dass ich Platin 5 bin. Und ich wollte ja nicht spoilern. Auch wenn ich relativ blöd kommentiert habe, wodurch ich auch etwas gespoilert habe. Es war auch recht schwierig, das geheim zu halten. Und auch, ich habe ja im letzten Part noch erwähnt, dass ich froh bin, wenn ich den letzten Part endlich aufgenommen habe. Weil ich halt, ja, das erste Ranked in Platin mit euch machen wollte. Also im Platin 5 mit euch machen wollte. Die Feinde wieder natürlich deutlich im Vorteil, was ja allgemein zumindest die Positionen in Ligen angeht, beziehungsweise Divisionen. Ist also mal wieder sehr freundlich das Spiel. Naja, wir werden es sehen. Ich habe das noch gar nicht, oder? Was Level bin ich denn? Ist das 3 oder 4? Bin mir nicht so sicher. Ich habe Brent auf einem anderen Account bereits auf Level 7, weil man mit Brent in Silber und Low Gold einfach durchfickt, sag ich mal. Also als Support Brent. Es ist absolut kein Problem, da durchzukommen. Ich hab eine über 70% Gewinnquote mit Brent als Support. Und ich wollte euch hier mal einen anderen Supporter zeigen, deshalb habe ich hier mal Brent genommen, auch wenn es hier nicht mehr so einfach mit Brent ist. Ich habe es übrigens gerade nicht, einfach aus dem Grund, weil es erst mit Level 3 wirklich Sinn macht und momentan einfach nur verdammt viel Mana kosten würde. Ja, das war klar. Wow. Ja, Level 2 erreichen und ich habe mich grabben lassen. Ich war noch nicht fertig mit angucken. Ich kann dafür dem... Ich habe 2 Kekse gefuttert. Das war richtig blöd. Leider haben die deutlich mehr CC als wir. Wie gesagt, CV ist natürlich so eine Sache. Ach, Dings hat den Kill bekommen? Der Swash? Ja, Tatsache, er hat mich getötet. Wieso wird mir denn nur der Schaden von Quinn angezeigt? Hier steht drin, dass... Swash mich getötet hat, aber mir wird nur der Schaden von Quinn angezeigt. Also ich glaube, da muss auch jemand anderes noch Schaden gemacht haben. Das sah gerade weird aus. Aua. Blöder Vogel. Ja, das könnte was werden, wenn der Jax kommt. Vor allem, weil die halt keinen richtigen ADC haben, ne? Die kleinen Huren. Ich sehe wieder nichts. Ich brauche halt ein Level mehr. Ich brauche Level 3. Dann kann ich richtig Schaden machen. Okay, er huckt das Vieh kaputt, um das Gold halt noch zu bekommen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Ist auch sehr schön, Feindy. Finde ich auch nervig, ey. Wow, Dead Damage. Ich glaube, da hatte die... Ja, das dachte ich mir aber auch gerade auch. Aber ich glaube,
genau in dem Moment, als halt der Rengar zugeschlagen hat, ist auch das Schild der Riven abgelaufen. Ja, ist blöd, wenn man nicht sieht. Vor allem, weil er bereits in der Animation des Es war, ihn aber nicht gemacht hat. Ja, mit dir wird gekämpft. Zack mit K, okay. Hast du bis jetzt überhaupt schon was gegankt, Jax? Also du hältst zumindest die Mitte, solange die Dings hoch ist. Das ist ja auch schon mal schön. Aber ein Gank wäre halt viel effektiver. Liz! Ich weiß nicht, warum ich Liz rumbrülle, wenn die mich ja eh nicht hören. Jax, was suchst du? Mein Gott. Ja, Level 6 wäre halt geil. Vor allem für sowas wie Laterne. Wenn die halt die Laterne grabbt und meine Ulti schon unterwegs ist, dann macht das Spaß. Ich habe nur leider gerade keine Wards. Ich kann den Busch nicht warden. Der Ward bringt nicht viel, weil der Sack wahrscheinlich hauptsächlich von hier kommen wird. Der Zwäsch. Hallo. Ich sehe nichts, verdammt. Ich kann nichts casten. Sie geht in den Busch. Ich kann nichts in den Busch sehen. Dann trifft sie mich noch mit ihrer beschissenen Q. 3 Fofke, please. Was ist Fofke? Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was ich versuchen soll. Hat zu lange geschlafen. Scheiß Bitch, Alter, ey. Ja, ich muss meine Qs leider blind setzen. Ich muss versuchen, die E zu treffen. Bevor sie mich blindet und dann meine Q blind treffen. Und das wird ziemlich schwierig.
Wow. Ja, der Jax ist am ADW. Ich kann mich nicht bewegen. Beide fast down, wenn ich da nur eine Ulti reinknallen könnte. Ach, Fov gedodged meint er wahrscheinlich, oder? Ist nur so blöd, die D-Taste zu treffen. Sollte das LoL-Spiel aber eigentlich nicht passieren. Jo, läuft. What the fuck läuft der schnell? Hi. Fick dich. Ich mache mir einfach schnell aus dem Staub. Beste, was ich in dieser Situation hätte tun können. Der Jax hatte ja auch kein Interesse, nach Bottom zu kommen. Er geht ja lieber nach Drake. Jetzt können wir auf jeden Fall den Drake machen. Sollte mal eben hier. Ein Höllendrake auf unserer Seite ist natürlich schon mal was Schönes. Ja, Jax. Ach, hi! Meine E war wieder draußen, zählt aber wieder nicht. Wo kommt die Lissandra her? Ey. Ja, Zack ist auch Bottom. Please, all. Das ist kaputt. Das wird dann niemand mehr reißen können. Ach, Top ist auch schon links kaputt. Interessant. Den Bottom Tower wird keiner mehr verteidigen können. Na, okay, die machen keinen Schaden momentan. Aber interessant, dass der Top Tower kaputt ist. Wieso ist der denn kaputt? Wie Lissandra zwei oder dreimal auf. Nicht mal unbedingt auf Bottom war, aber halt auch schon Botzeit bei uns im Jungle. Und die trotzdem? Das hättest du nicht machen müssen, das hättest du besser in einem anderen Busch packen können. Oh, fick dich.
Nur die Klinge. Ah, die sind alle am Wurm. Die haben da. Ihr springt ja da rein oder was? Wie gesagt, Brand in Low Elo ist einfach ein Free Win, aber hier ist das einfach nur noch abartig. Das ist eine gute Frage. Ich finde aber die viel bessere Frage ist, wie kann es sein, dass sie hier sind und wir immer noch keinen Tower haben? Mitte schiebt es auch wieder. Oder ist wieder gestorben, sagen wir es mal lieber so. Hey, wir haben unseren ersten Turm. Die kriegen es nicht mal gedefft. Mann, Leute. Stimmt allerdings, Suicide ist das Beste, was er jetzt machen kann. Ich komme nicht ran für meine Ulti. Jo. Wieso kriegt... Ich habe ihn mit drei Attacken getroffen. Wieso kriegt er meine Passive nicht auf den Kopf? Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich erwische den Zack mit meiner E, mit meiner W und meiner Ulti. Und er kriegt keine Passive auf den Kopf. Im gleichen Moment schafft es aber wenigstens der Swash, mich in den Tower zu hocken. Mein Gott. Ich hätte mich dran halten sollen und einfach Brand in dieser Elo nicht spielen. Obwohl ich Brand eigentlich sau gerne spiele, muss ich zugeben. Läuft! Ja, die whoopen und warmen die ganze Zeit, wir leider nicht, das ist unser Problem. Wir arbeiten viel besser im Team zusammen. Ja. Ja, der Match war ja echt niedlich. Ja, GG.
Wir leben alle, wie das denn? Ich habe auch nicht vor, da reinzugehen. Leider haben wir auch kein Late Game Carry. Obwohl sie wenigstens im Late Game gut pushen könnte. Ja, mehr bitte. What the fuck? Natürlich überlebt er. Junge, ich weiß doch, dass du da drin steckst. Nur werde ich das eben nicht verteidigen können, Team. Der interessiert sich auch nicht dafür, die Tower-Akku zu ziehen. Ich habe kein Mana für euch. Unbedingt meine zwei Core-Items, damit ich wenigstens etwas Schaden mache. Ein Gegner ist gottgleich. Wow. Ja, 6 Schiehe halt. What the hell? Die sollten wir trotzdem kaputt kriegen. Leute, da kommt ein Teleport. Okay, vielleicht auch nicht. Renn weiter hinterher. Du bist so tanky, du kannst das auf jeden Fall machen. Alexander, wenn ich fertig bin, reporte ich deine Mutter und jetzt halt die Fresse. Geh einen doch nicht auf den Sack. Also mit Core-Items, die ich brauche, um wenigstens etwas Schaden zu machen, ist Rylais und dann Lyandris Qual. Gorilla ist für den. Oh Gott, die machen echt Bären.
Was tut ihr, Jungs? Wir sind 3 versus 4. Da wäre ein kleiner Rückzug angesagt. Und nicht ein Full-In. Aber Hauptsache mich dann pingen. Das könnt ihr gut. Das könnt ihr die ganz Großen. Das Traurigste, Jax, ist, dass ich wahrscheinlich momentan sogar schon mehr Schaden gemacht habe als du. Tja. Lass mich mal bitte nicht so nah an die Gruppe. Ich habe keinen Bock auf einen Jax, Zack, der bei uns reinspringt. Ich finde gerade auch Pushen wichtiger. Ja, genau, da ist er schon. Na komm. Okay, er traut sich nicht. Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir doch erstmal lieber deffen. So langsam komme ich auf jeden Fall so ein bisschen wieder ins Spiel rein. Ich bin nicht mehr ganz so useless wie ganz am Anfang noch. Boah, der ist trotzdem erstmal back. Ja, da werden sie wahrscheinlich irgendwo sein, nur ich habe keine Wards. Ja, da sind sie auch alle. Aber wir werden uns jetzt die Qual holen. Also noch nicht jetzt direkt, aber schon mal den Weg dahin vorbereiten. Wir haben Lissandra down, das ist natürlich sehr schön. Schauen wir doch mal, ob da was rumdackelt. Scheint nicht der Fall zu sein. Easy. Ich glaube, wir sollten gehen, mein Freund. Der wird doch eh gleich wieder springen. Ja. Danke, dass ich casten darf. Ne, eigentlich nicht back. Wir haben nämlich gerade was hinter denen. Oh, Jax. Jax, aber egal, er hat noch GA. Und außerdem überlebt er den Scheiß sogar noch. What the fuck. Oh, das ist blöd. Das ist blöd. Ja, dass die Quinn wieder da ist, war sehr blöd.
Damit geben wir ihnen jetzt theoretisch die Chance, Baron zu machen. Oh, das war auch sehr schlecht. Das war auch sehr schlecht, mein Freund. Das war wirklich sehr schlecht. Ja, das könnten wir durchaus machen, weil die alle da sind und uns fehlen drei Leute. Wir können es nicht verhindern im Endeffekt. Ja, ich fange ihn wirklich an. Ja. Zwei sind zumindest fast tot. Leider haben wir nichts, der da Schaden reinhaut. Zumindest eine rausgeholt. Und momentan ist jeder meines Teams wichtiger als ich. Das heißt, wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Obwohl, ja gut, ich sollte zumindest mal ein Ulti rausbekommen. Dann ist es nicht so schlimm, sagen wir es so. Und bei den Gegnern, wer ist am unwichtigsten? Ja, ich würde auch schon wirklich fast Swash oder Lissandra sagen. Über dieser ekelhafte Wackelpudding. Ja, gute Nacht. Ich tue da mal was fürs Allgemeinwohl. Sehr schön. Dann können wir wirklich Bot pushen eigentlich. Mir fehlt auch das Mana. Gerade. Weil ich jetzt schon mehrere Full-Kombos rausgehauen habe. Ich spare jetzt also. Und leider haben wir den Meeresdrachen nicht bekommen. Team. Was pusht denn da? Nur Minions? Anscheinend nur Minions. Oh Gott. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Verdammt, ich komme nicht dran. Aber stimmt, sie gehen zurück für Rengar. Beziehungsweise für den Inhibitor, das sage ich noch. Ich glaube, die haben noch nicht die letzten Superfasalen weggeräumt. Komm, den kriegen wir noch kaputt. Oh, ich hab wieder voll Mana. Volles Mana, sagen wir es mal lieber so. Verwenden wir mal ein bisschen. Also verwenden wir die deutsche Sprache mal ein bisschen richtig. Oder ein bisschen richtiger, ja, was weiß ich. I don't care, bitches. Oh nein.
Lauf. Ja, komm, smite mich. Smite mich halt. Der Smite-Slow war einfach zu viel. Aber egal, wir konnten noch die Quinn mitnehmen. So, und jetzt ist eigentlich ziemlich egal, was ich mir hole. Jetzt habe ich die wichtigsten Items fertig. Da die aber so ein bisschen auf Magieresi gehen, wie ich hier sehe, werde ich mir den hier als nächstes holen. Let me ref, please. Die ist echt zu blöd, um D und F zu drücken, ne? Das ist aber eigentlich etwas, was man als LoL-Spieler können sollte. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich D drücken will, was bei mir Flash ist, und außerdem auf F drücke, dann passiert gar nichts. Denn ich muss für F dann natürlich nochmal links sich auf irgendeinen machen. Ich habe das nicht auf Smartcast. Vielleicht mal hier kurz zu zeigen, was ich auf Smartcast habe. Ihr seid Helden. Der hätte auch noch Full HP. Ja, Speed Push hoch 10. Los, Leute. Perfekt. Boah, ich hab Angst. Die gehen zu Rengar hoch. Kein Flash. Rengar. Beschützt ihn. Ich habe leider wieder nichts gesehen. Hurensohn, ey. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Fuck it! Räche mich! Ja, oder renn einfach weg. Wir hätten echt den Inhibitor auf Top holen sollen. Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Inhibitor wirst du sicher. Ah, okay, ist fertig. GG. Das war mein erstes Platin-Match, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Leagur of Legends Season 6. Momentan Platin. Oh, Ziel erreicht. Ich bin echt so froh. Ciao, Leute.